Herzlich willkommen zurück bei Lernen der Zukunft. Matthias Strolz ist heute mein Gast. Ich freue mich sehr drüber. Grüß dich, lieber Matthias. Hi. Hallo, Andreas. Und du hast dich ja tatsächlich auch mit den Themen der 21st Century Skills, wie du sie bezeichnest, befasst. Also wo es eben darum geht, was ist es denn, was wir eigentlich lernen sollten? Ja, das ist, meine Bildung war immer eines meiner Herzensthemen als Politiker schon lange davor, auch was Sie als Landesschulsprecher. Ehemaliger Lehrer, also ja. Ja, super, aber nicht gewusst, bist du echt. Wirtschaftslehrer, ja, Wirtschaftspädagoge, ja. Ich habe immer gesagt, Lehrerin, der wichtigste Beruf der Republik. Dann schauen mich Lehrer immer groß an und sagen, willst du mich verarschen? Nein, ich meine das so. Ihr habt das Wichtigste von uns einen halben Tag zur Begleitung, ja? Wenn man immer sagt, die Kinder sind das Wichtigste. Und ja, also es geht mir um Potenzialentfaltung. Ich glaube, das ist die große Einladung des Lebens, ist die zur Entfaltung. Und diese Einladung gilt für jeden Menschen. Jeder von uns und jede von uns hat Talente, hat Potenziale. Die wollen ins Blühen kommen. Die wollen Früchte tragen. Jede Gabe ist eine Aufgabe. Das ist, steht nicht nur in der Bibel gewissermaßen mit den Gleichnissen, sondern das wäre eine areligiöse Erkenntnis des Lebens für mich, jetzt da ich bald 50 werde. Wenn du ein Talent nicht in Entfaltung bringst, dann verkümmert ein Teil von dir, dann stirbt ein Teil deiner Vitalität und Lebendigkeit. Dann gilt die Gesetzlichkeit, nicht gelebtes Leben vergiftet. Deswegen sind wir in der menschlichen Pflicht zur Entfaltung. Und die Frage ist, wo findet Entfaltung statt? Gibt es sowas wie Institutionen der Entfaltung, wo das also, wo uns beim Flügelheben Unterstützung erfährt oder mitgegeben wird? Das wäre eigentlich die Schule. Dafür hätten wir es erfunden. Naja, erfunden haben wir es wahrscheinlich tatsächlich für was anderes, weil ja, gibt es verschiedene Theorien. Ne? Manche sagen, da war ein verlorener Krieg und die anderen konnten besser lesen und da hat man gesagt, dann tun wir jetzt auch die Schule einführen. So ein guter Soldat ist auch einer, der lesen kann. Funktionieren Befehlsketten besser. Auf jeden Fall, als Schule erfunden wurde, hat man sich ein bisschen umgeschaut. So ist meine verkürzte Darstellung als systemischer Organisationsentwickler. Hat gesagt, wie könnte man Schule organisieren? Was gibt es für Organisationsmetaphern? Viel haben wir nicht gekannt damals, zur Zeit Maria Theresias, haben wir halt gesagt, naja, machen wir so ein bisschen ein Crossover. Wir kennen Militär, wir kennen Kirche. Kloster, Militär, ja, das sind so die Wurzeln. Ja, machen wir ein bisschen ein Crossover. Ne? Dann war die 50-Minuten-Stunde geboren. Das ist eigentlich von der Analogie her das Exerzieren im Kasernenhof. Ja, so werden Menschen geschliffen. Und ja, auch manche kirchliche Analogien klingen auch heute noch an. Wir würden heute Schule in keinster Weise so bauen, würden wir sie auf der grünen Wiese bauen. Wir würden den Fächerkanon nicht so bauen. Wir sind aber auch unfähig, derzeit in Österreich ihn umzubauen. Also es war ja auch eine Entscheidung dann der Regierung damals, lang bevor ich involviert wurde, dass man den Fächerkanon lässt für die neuen Lehrpläne, sondern nur jetzt zum ersten Mal seit circa 20 Jahren die Lehrpläne aus einem Guss neu macht für Volksschule und Unterstufe. Immerhin, ich habe ja schon längst irgendwie erkannt, dass die Bildung keine Revolution braucht, weil Revolutionen fressen ihre Kinder, sondern Evolution, aber halt engagiertere als bisher. Und ja, da kommen diese 21st Century Skills. Also was wissen wir, was Kinder brauchen in 20 Jahren von heute? Wir wissen nicht viel über das Jahr 2040. Ah, wir können Hypothesen bilden. Ich glaube, dass Lesen, Schreiben, Rechnen immer noch hilfreich sein wird. Obwohl sehr viel Voice-Erkennung dabei sein wird. Voice Recognition wird riesig sein und uns große Teile des Lesens abnehmen und des Schreibens. Aber das wird noch wichtig sein, das glaube ich schon. Es wird digitale Kompetenz wichtig sein. Deswegen ist es gut, dass jetzt das als neues Fach auch kommt in Österreich. Ja, das ist auch Laptop für Kinder in der Mittelstufe, finde ich auch gut. Ne? Das sind Grundkulturtechniken. So, und dann bin man nun gar nicht so sicher. Also ich habe das mit dem Differenzieren und Wurzelziehen nie verstanden. Ich habe es irgendwann lernen müssen, aber so die, ich habe dann das gesehen, wie das die Montessori-Kinder lernen, Mathematik. Dort wird plötzlich eine Art von Verständnis denen mitgegeben, das fast einen Raum aufmacht. Für mich war, und ich war Mathematik immer gut, immer Ansatz Zweier, aber
da ist kein Raum aufgegangen. Also 1 und 1 ist 2 und das ist ja wichtig, habe ich alles verstanden. Aber dass Mathematik auch mehr sein kann, wurde mir nicht beigebracht. Ja. Das, dafür haben die 50 Minutenstunden nicht gepasst. Also die Idee, wir füllen Menschen in 50 Minuten ab und dann kommt die nächste Abfüllung, ist ganz, ganz daneben. Nach allen Erkenntnissen der Gehirn, da bist du ein Experte als Birkenbiel. Schüler auch, ne? Da war die Vera Birkenbiel großartig. Tatsächlich über 10 Jahre nur persönlich mit ihr arbeiten dürfen, ja. Ja. Also da gibt es ja viele Videos von ihr auch, die irgendwie sehr erhellend sind. Was sind 21st Century Skills? Das sind Dinge, die halt eigentlich Querleger sind in unserem Schulsystem, weil sie als Fächer nicht angeboten werden, außer in sehr progressiven. Also Querleger auch im Wortsinne, sind echt horizontale, also die gehen total quer durch alle Fächer durch. Ja. Die sind keine vertikalen Vertiefungen, sondern horizontal. Das wäre die 4K zum Beispiel der 21st Century Skills international gelten als kritisches Denken. Mhm. Also da wäre auch eben das Erkennen von Fake News, redaktionelle Kompetenz, Medienkompetenz, all das fällt hier mit hinein. Also nur Lernen in der Zukunft Videos glauben. Ja, genau. Zum Beispiel. Und Matthias Strolz Büchern. Ja, kann man streiten, aber ja. Kreativität, das wird die künstliche Intelligenz nicht können, auf absehbare Zeit. Das ist eine evolutionäre USP des Menschen, die sollte man kultivieren, weil sonst wären wir weggerannt von der künstlichen Intelligenz. Sonst wären wir aussortiert von der Evolution. Wenn wir die bessere Maschine sein wollen, dann haben wir keine Chance. Dann Kommunikation und Kooperation. Wir Menschen sind in Wettbewerb geboren, auch dazu bekomme ich böse Briefe, aber ich glaube, es ist so, ich bin keine neoliberale Sau, die Kinder versaut hat, sondern der Umstand, dass wir in Endlichkeit geboren sind. Wir sind außerzeitliche Wesen, die in diesem Avatar, mit dem wir da herumhirschen, der Andreas und der Matthias, das ist unser Avatar als Mensch, einer außerzeitlichen Wesenheit, und der ist in Fleisch gegossen und in Endlichkeit gebettet mit 5 Sinnen, Mördermaschinen im Kopf und dafür vernebelt uns den Blick in die Unendlichkeit. Und wir sind aber nicht nur in Wettbewerb, weil Vergänglichkeit gebetet, sondern auch in Kooperation. Wir sind radikal soziale Wesen. Und das müssen wir auch trainieren, weil wenn wir es nicht trainieren, wenn wir es nicht üben... Es wird uns ja radikal aberzogen. Also es ist ja Wettbewerb, genau. Entsteht ja häufig entgegen Kooperation. Ja. Und du kannst ja, Co-Opetition wäre die Verheiratung. Ja? Ja. Also wer sagt, na, Wettbewerb gibt es denn, Wettbewerb ist böse, der muss auch sagen, dann müssen wir die Demokratie abschaffen. Weil die Demokratie ist ein Wettbewerbsmodell. Aber Wettbewerb können wir immer dann entschärfen, wenn wir ein gemeinsames, nämlich kooperatives Ziel über den Wettbewerb stellen. Wenn wir sagen, das gemeinsame Ziel ist, die besten Ideen umzusetzen für das Gemeinwohl, und das machen wir mit der Software der Demokratie, die darunter ein Wettbewerbsmodell ist, dann steht der Wettbewerb im Dienst. Wenn wir sagen, wir wollen hier körperliche Ertüchtigung und Unterhaltung haben, dann sind wir beim Fußball und haben Regeln für den Wettbewerb. Wenn diese übergeordneten Ziele kippen, dann wird der Wettbewerb bestialisch. Wenn wir in der Wirtschaft vergessen, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist, sondern glauben, der Wirtschaft und Wettbewerb, das ist Gott gegeben, naturgegeben, und das müssen wir leben mit der letzten. Der Markt Phase, regelt alles, ja, ja. Dann bist du im seelenlosen Turbokapitalismus, und der ist brutal und inhuman und verwächst sowieso in Monopole und Korruption. Der pervertiert sich in atemberaubender Geschwindigkeit selbst, ja. Also wir sind in die Kooperation geboren und verpflichtet, wir müssen das trainieren, in die Kommunikation ebenso. Wir sind als soziale Spezies eine Geschichtenspezies auch. Ne? Es gibt keine andere Spezies, die in ihrer Existenz so gewoben ist aus Geschichten wie der Mensch. Deswegen liebe ich es auch als Co-Gründer bei Story One, also eine Geschichtenplattform, Plattformverlag, wo jeder auch sein und ihr Buch machen kann. Über 1000 Bücher haben wir schon gemacht. Das ist auch die Demokratisierung des Buchs. Das entspringt alles diesen Erkenntnissen und Haltungen auch. Und ja, natürlich Kreativität, das ist ein Mirakel. Wir können es immer noch nicht ganz erklären, habe ich den Eindruck, auch wissenschaftlich. Aber jedenfalls ist es eine USP des Homo sapiens. Übrigens in alle Richtungen. Ne? Es gibt keine andere Spezies, die sich in dieser Kreativität wechselseitig massakriert, vergewaltigt und ermordet. Also es gibt schon Tiere, die sich wechselseitig essen,
Und das schaut auch nicht schön aus. Zum Teil aber, ihre aber so Partner kreativ sogar, wie ja? wir, bist du deppert, ne? Keine andere Spezies. Deswegen, das müssen wir trainieren. Und dann gibt es natürlich viele Schwestern. Also in 2011 haben wir das Buch Die vierte Kränkung herausgebracht, mit der Uni Wien Psychologiediagnostik beforscht. Sogenannte VUCA-Kompetenzen, also was braucht es in dieser VUCA-Zeit? Volatil, unsicher, komplex, ambivalent. Übrigens ein systemisches Mindset, das hier in den 90er Jahren von dem US Army War College geboren wurde, weil wir im ersten Teil über Systemik gesprochen haben, von dort dann ins Zivile gewandert ist, heute breit angekommen in der Wirtschaft. Und wir sind ja damals zu der Erkenntnis gekommen, dass ich nenne es mal schlampig, 5 Kompetenzen, Identität, Beziehungsfähigkeit, Signalresonanz, Ambiguitätstoleranz, Resilienz. Und das sind natürlich alle 5 auch mittlerweile klassische 21st Century Skills. Ambiguitätstoleranz insbesondere, glaube ich. Ja, das ist einer der, und natürlich daraus erwachsend die Resilienz. Also im Prinzip diese Umwägbarkeiten, dieses von links und rechts Einschläge, mit denen nie jemals hätte rechnen wollen können, sollen, ja. Und das dann überhaupt zu schlucken, ohne unterzugehen, das ist, glaube ich, schon häufig eben nur auch innerhalb der Gruppe möglich. Und wenn wir eben wie heute immer mehr auch vereinsamen im Wortsinne, also dass immer mehr Leute einfach allein leben, weil es billiger ist, weil es besser ist, weil whatever, ja, weil wir meinen, uns selbstständig und eigenverantwortlich nur mehr handeln zu wollen und uns nicht mehr Verantwortung für andere Menschen nehmen, dann ist halt schwierig. Absolut, absolut. Deswegen glaube ich... Deshalb auch noch mehr Ego-Gedanken natürlich, wo du im vorherigen Teil auch gesagt hast. Ja? Absolut, das Ego ist so in der Verführung wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit, einfach weil die technischen Möglichkeiten dazu so groß sind wie nie zuvor. Allein die sozialen Medien, eine unglaubliche technologische Errungenschaft, ein Kind der Aufklärung, ein Kind der Naturwissenschaft, auch die sozialen Medien. Wenn wir dann irgendwann nur mehr im Metaverse unterwegs sind, also... Ja, absolut. Also wir haben große Herausforderungen. Wir haben gestern Abend präsentiert, auch bei Thalia Wien, unser Buch Lest das, von Story One, gemeinsam mit Mutter Erde und ORF. Auch der Bundespräsident hat mich da aufgerufen, die jungen Leute, schreibt was. Das Buch heißt Lest das. Wir wissen aus dieser großen Studie von Ö3 im Frühjahr, dass die jungen Menschen sich nicht gehört und nicht ernst genommen fühlen, im groben Ausmaß, im großen, wachsenden Ausmaß. Wir wissen, dass die Jungen natürlich während Corona insbesondere und diesem ständig steigenden Druck rundherum, Großwetterlage, aber natürlich auch der Druck durch die sozialen Medien, zu Hunderttausenden in Österreich in die Krankheit wachsen, Depressionen, Ernährungsstörungen. Das ist epidemisch. Ja. Wir haben die Jungen natürlich auch völlig falsch behandelt. Wir haben auch dieses... Ignoriert, ja. Wir haben Corona nicht ins Verhältnis gestellt. Das ist eine sehr ernstzunehmende Krankheit, jawohl. Aber wir haben es nicht ins Verhältnis gestellt. Wir sehen, dass natürlich sowohl was die Todesfälle betrifft, als auch was die Langzeitkrankheiten betrifft, Mental Health-Schichten, bei weitem das Gefährdungsrisiko der Jungen outperformen in Sachen Risiko. Das war nicht besprechbar. Wenn du das besprochen hast, war es der Schwurbler. Ja, das ist ein großer Schmerz. Ich versuche da meine Beiträge zu leisten. Ich habe hier schon Verletzungen erfahren, die ich in dieser Form während all meiner politischen Jahre nicht erfahren habe, in der Brutalität. Das war einfach die Aufheizung in der Polarisierung so, dass bei manchen und bei zu vielen Menschen die Hemmungen völlig gefallen sind und natürlich viele auch in ihrer eigenen Verwirrung und in ihrem eigenen Schmerz, in ihrer eigenen Angst und in ihrer Unfähigkeit, die zu spüren, die zuzulassen, einfach die Erleichterung suchen in der Herabwürdigung des Gegenübers. Also Selbstaufwertung durch Fremdabwertung, ausgeführt durch große Aggression. Und das ist natürlich etwas, was auch den jungen Menschen extrem zusetzt. Ja. Wenn das Mobbing, das ist ja eine Art von Mobbing oder Cybermobbing, was würdest du da... Was gäbe es da an Interventionen, die du säst? Ja, weil du bist jetzt, ich sage jetzt einmal, ein starker Mann, der das ab kann. Ja? Raus. Wir besprechen es natürlich auch mit unseren Kindern und kennen solche Fälle in den Klassen. Das sagen, und sie waren auch in Gesprächen mit Experten, wir müssen da ganz schnell, ganz klar reagieren. Ja, weil das ist so, das hat so eine Verletzungstiefe. Wir kennen ja zum Glück nur Einzelfälle, aber wir wissen, dass
dass es in sehr kurzer Zeit bis hin zum Selbstmord führen kann. Natürlich muss rundherum viel passiert sein, das war klar, aber dieses Wegwischen, es war ja nur ein Satz auf Instagram oder es war nur in einer WhatsApp-Gruppe der Klasse, das macht was mit Kinderseelen, das reißt Wunden, die ganz tief gehen, und wir müssen da sehr, sehr achtsam sein und sehr, sehr entschlossen auch in den Gegenbewegungen. Und da brauchen wir wiederum die 21st Century Skills. Weil in der Mathematikstunde wirst du es halt nicht besprechen können. Und jetzt in der Volksschule haben wir noch irgendwie Zirkel, wo man dann so Klassenrunde macht und so weiter. Die haben noch die Freiheit. Aber spätestens in der Unterstufe oder Mittelschule hast du die Freiheit nicht mehr, weil halt im Stundentakt kommt der andere Trichter, der aufgesetzt wird. Und diese essentiellen Dinge, also wir wissen ja, ist es im eigenen Umfeld, wie viel suizidale Fälle wir dazu bekommen haben. Das geht fast in jedes Klassenzimmer hinein. Wir wissen, dass wir im stationären Bereich in der harten Triage sind mittlerweile bei suizidalen Jugendlichen. Sie können gar nicht alle aufnehmen, die hier mit Selbstmord oder Freitod, wie immer man das bezeichnen will, liebäugeln. Ja, und jetzt gehört natürlich das zu fast jeder Jugend und Pubertät dazu, dass man irgendwann sich überlegt, will ich überhaupt noch leben? Ja, das ist jetzt nicht so abwegig, dass man solche Gedanken hat. Nur es hat eine Qualität, die schon, glaube ich, sehr einmalig ist in der Geschichte unserer Gesellschaft. Und da braucht man ein anderes Set von Kompetenzen im Umgang mit den Belastungen der Jugendlichen. Also da sind eben auch Geschichten, kommen 300 für dieses Buch, das wir gestern präsentiert haben. Wir haben gefragt nach Ängsten, nach Sorgen, nach Freuden, nach Lust, nach Euphorie. Und es war halt schon zu über 80% waren es Angst und Sorgen. Nicht? Und das ist natürlich, das rinnt hinein in die Kinderseelen und in die Seelen der Jugendlichen und macht es zu einem dunklen Ort. Und Matthias, du musst ja aus der Selbstschutz, weil du deinen nächsten Termin hast. Ja. Ich möchte gerne mit dir die letzte Frage, nämlich was wäre deine Hoffnung und was können wir tun, um diese Ängste, die uns alle jetzt mehr oder weniger treffen, wenn wir hören, was da jetzt in der Nähe von uns abgeht und was die Zukunft uns möglicherweise noch an Schlimmem bereithält, ja, dass wir weiter kräftige, positive, stärkende Gedanken in uns selbst wecken und an die Kinder weitergeben. Kombiniert mit der Frage, was wäre dein Wunsch, wie es weitergeht? Weil das, was du jetzt gesagt hast, das führt eigentlich in eine sehr, sehr negative Welt, denke ich. Ja? Ja, da nehme ich auch Anleihe bei den jungen Autorinnen und Autoren davon gestern. Die positive Geschichten erzählt haben, haben Geschichten von Freundschaft erzählt. Das ist offensichtlich für die jungen Menschen extrem wichtig. Wir wissen es auch aus der Jugendforschung. Familie wird sehr wichtig. Also es geht um Beziehungsqualität. Ja, eine dieser 5 VUCA-Kompetenzen, Beziehungsfähigkeit, die Fähigkeit, Beziehungen gestalten und halten zu können. Die Frage der Identität, das ist ja im Kern jeder Pubertät. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wenn ich das im Ansatz weiß, dann muss ich nicht jedem Kommando von Social Media gehorchen. Kauf diese Seife, jene Dauerwelle, jene Jeans, mach keinen Fehler bei den Sneakers, Fahrrad, Auto, Partnerwahl und so weiter. Nein, ich muss die Klarheit an einem inneren Ort. Otto Scharmer war man halt schon in der ersten Hälfte. Otto Scharmer spricht von einem inneren Ort, inner place. Den in Klarheit zu kultivieren. Landläufig würde man sagen, die Stimme des Herzens zu hören. Bei den großen Lebensfragen will ich tatsächlich mich in eine Partnerschaft begeben mit dem Herbert oder der Helene, der Esa oder dem Ali. Das soll das nicht im Kopf entscheiden. Da dürfen wir trainieren, die Stimme unseres Herzens zu hören. Die Welt ist so schnell und laut, wir hören sie kaum, und trainieren tun wir es auch nicht. Das müssen wir offensichtlich in den Pausen machen oder privat, Erwachsenenbildung, wann auch immer. Ja, alle die von der einen Klasse in die nächste rennen. Ja. Das, genau. Also das wünsche ich mir. Und dort, ich glaube an den Menschen. Ich bin auch ein Zweckoptimist. Sonst muss ich mir selber die Kugel geben.
Ja, wir sind ein schöpferisches Wesen, wir sind in Sternenstaub gebadet und aus solchem Ähnlichen geformt, genau weiß man es nicht. Aber das, wir sind eine Funktion des Universums, wir sind verbunden mit allem, auch die Tiefenökologie macht uns hier auch die Erde als ein Lebewesen begreifbar, auf dem wir zwar mal rumkrebsen, auch als Lebewesen, aber weil die Leute dann sagen, stimmt ja nicht, das sind ja viele Lebewesen. Ja, das ist halt so wie du, Andreas, ist ganz viele Lebewesen, ne? Was da alles lebt, Millionen von Dingen in dir. Mindestens Bakterien, sind, ja, und weiter. Tot, ne? Und das ist eine große Feier der Lebendigkeit, das Abenteuer-Menschsein. Und mit großen Herausforderungen verbunden und die verändern sich laufend. Und wir haben ein paar ordentliche Challenges ausgefasst. Ja. Und ich hätte keine Zweifel, dass wir die lösen. Weiß noch nicht wie. Aber 21st Century Skills helfen dabei. Davon bin ich überzeugt. Mehr als der aktuelle Fächerkanon. Und dafür wünsche ich uns alles Gute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich hätte noch ungefähr 27 weitere Fragen, aber die sparen wir uns für weitere nächste Gespräche auf, wo du gerne auch wieder bei mir sein darfst. In ja, diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich. Die letzten Worte an dich, du darfst mir Rückmeldung geben, darfst noch eine letzte Message verbreiten, was auch immer das deine ist. Dir alles Gute, heute weiter. Ich finde, du bist hier ein echter Herzenstäter, man merkt es, über all die Jahre jetzt, wo wir uns kennen und wo ich dich im Augenwinkel beobachte. Du bist hier in einer Mission, deswegen kannst du das auch so gut, und machst es gern, glaube ich, weil du die Frage gestellt hast, wer bin ich? Was ist meine Essenz? Und wie übersetze ich die, frei nach Aristoteles, wie übersetze ich meine Talente dort, wo die Bedürfnisse der Zeit auf sie treffen, in konkrete Projekte, Aktionen? Und das lebst du schön vor. Insofern wünsche ich dir alles Gute und mögest du viele Menschen inspirieren können mit deinem Tun. Danke dir. Ciao.